Meine Ansprüche sind zu hoch. Meine Ansprüche sind zu hoch. Wenn wir jetzt ganz, ganz krass auf mich schauen wollen, meine Ansprüche sind zu hoch. Der Vergleich ist aber ein bisschen wie, ja, warum stehst du auf der Straße, wenn du überfahren wirst? Hättest ja auch einen Waldweg nehmen können. Das ist so das Level. Inshallah, ich verstehe nichts von eurer Sprache. Die Leutsprache hat eine eigene Sprache. Geh darüber zu Tim. Alles klar, mein Lieber. Viel Spaß. Wieso ist Kaiser gebannt, Mann? Jetzt mal eine Runde Kaiser spielen wollen, tatsächlich. Sehr gern sogar. Sehr, sehr gern sogar. Boah, ich hätte irgendwie Bock, ich weiß nicht warum, aber irgendwie irgendwas in mir sagt gerade Lucian wär's. Eine Runde Lucian spielen? Lucian ist auch, glaube ich, Lucian ist aktuell noch schlechter als Ezreal. Aber ich sehe mich da trotzdem. Ist auch kein Mage, ne? Aber ein Mage hätte ich auch nicht so sehr. Mages gegen Ezreal sind schon nicht so geil. Ja, ich glaube, ich kann jetzt schon callen, Lucian war's nicht. Aber, ach schon. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. So, Freunde. Ja, ich denke, Landing Phase von uns ist einfach nicht winning gegen die Gegner. Also ich finde Thresh einfach einen sehr guten Pick hier, tatsächlich. Ich finde, der ist decent into Bard. Actually ist er gut gegen Bard, weil er Sachen forcen kann. Gerade in nicht koordinierten Games finde ich Thresh viel, viel besser als Bard. Like wenn die Games koordiniert sind, dann finde ich Bard actually besser. Also auf höherem Niveau. Aber auf dem Level hier, stream hack you somehow. Thank you. Als Belohnung hier direkt mal Stacks. Good job, guys. Oh mein Gott. Oh, Leute. What are you doing? Ach nee. Also du bist für was ist das passiert, ne? Es ist für den Versuch passiert. Ach. Wofür passiert das? Es ist für den Versuch passiert, hier einen Q zu treffen und dann. Naja, boah, die Gegner geben einfach 3 Milliminions dafür ab. Er ist ja trotzdem 3 Minions gelastet in der Mitte. Aber, also unterm Strich, actually sehr gut für uns, ne? Not kidding. Wir haben Push-Bot. Wir werden zuerst Level 2 wahrscheinlich. Unsere Landing Phase ist damit schon eher spielbar jetzt. Wir können großen Fuck-Ups machen. Und wir haben Summer of First Hood bekommen. Und die haben mir das Gefühl gegeben, dass ich hier der absolute King im Ring bin. Minigame ist, Ezreal darf reinehen. Ich weiß nicht, ob der es checkt, so. Aber Ezreal darf reinehen und wenn ich selbst ehe, vielleicht droppt er seinen Mana dafür. Das Problem mit dem Verdammten, dass sie einfach nicht mal. Stau schon sagte, ne? Bart, Lucian ist eine sehr krasse. Ja, sehr krasse Lane. Kann man schon mal gegen sterben. In der Prärie gibt es schlimmere Dinge als Schatten. Oh ne, er dachte irgendwie, Level 4 darf an mir vorbeilaufen oder so. Und das darf er auch. Aber er kann auch einfach seinen. So, weiß ich nicht. Kann ich einfach besser spielen? So, er hat es auf den Hook angelegt, wisst ihr? Und ich glaube, er kann einfach flayen. Die Autotext zum Beispiel, wenn er mich hier flayt und hookt, hat er eine höhere Chance, als wenn er einfach nur hofft, dass er hier einen Hook trifft, wenn ich alles zum Dodgen habe. Und mein E ist übel predictable in der Situation. Like, mein E ist easily predictable, weil wenn ich so seitlich dashe, habe ich keinen guten Engel für meine Ult. Aber ja, ich kann es ja schon nicht. Ich kann es vielleicht auch nicht. Ich finde ihn zwar gut. Ich finde den Champ wirklich gut. Aber ich kann ihn ja auch nicht spielen, ne? Obi. Weil du irgendwie so 80% vom Champ-Potenzial einfach liegen lässt. Matchup ist gut, ne? Könnt ihr sehen, glaube ich. Ist ganz gut sichtbar. Ezreal Lucian ist ein ziemlich decent Matchup für Ezreal. Ja, ich würde die Wave nehmen.
Das war nicht der beste Dash. Dann geht der Tower. Der Kaffee war wirklich heiß. Nach du dummes Drecks. Komm aus deinem Tunnel raus, ich f*** dich in den Arsch. Das ist eine ganz, ganz miese Sequenz von mir, bin ich ehrlich. Das war eine ganz miese Sequenz von mir, aber ja, ich höre auch irgendwie in die Elo rein, ne? Das war Mechanic-Leader sehr weak, ich hab den Cooldown von ihm gar nicht im Schirm gehabt, so. Und ich habe auch zu zögerlich gespielt, ne? Ich kann sofort nach oben dashen, ich kann sofort hinterher flashen. Kann alles ein bisschen crispier spielen. Counterplay. Counterplay. Jetzt ein Play in die Mitte kriegen wäre schon richtig geil, ne? Alles gut. Guter Call von Bart. Ich denke, der... Na, whatever. Der spielt ja Barrier. Der spielt nicht Barrier, der spielt Exhaust. Ich habe ihn noch nie auf Exhaust gesehen. Ich habe noch nicht einen Exhaust auf mir gehabt. Der hat einfach Exhaust, der Ezreal. Na gut, der steht 1-4, dieser kleine Wichser, aber... Das ist ja krank. I didn't know. Habt ihr es gewusst? Wenn ich euch gesagt hätte, welches Summerspiel spielt der Ezreal, hättet ihr nicht gewusst, oder? Na gut, das hat die Sache ein bisschen cringe gemacht. In dem einen Fall war Exhaust jetzt actually besser. Hat sich mittelgut angefühlt. Ja, die Fiora Ult so. Wenn so ein Viertel deines Lebens weggechippt wird in Quick Succession. Wenn es an mir geht, macht das gut. Ist, glaube ich, runter hier, oder? Hat er den alleine? Mich sehr wundern. Schön mit dem Spellschiff gearbeitet hier. Ich komme mit. Ich mache die Situation einfach kurz schneller. Die haben keinen. Ja, oder am ersten getroffenen Gegner explodiert und 75 magische Schaden verursacht. Ja, und dann, also Botlane Inten, wie ein dreckiges Dreckschwein, und dann Hineshping, ist auch wieder, like, mir kommt so vor, als wär Master einfach jetzt auch Gold, Silber, diese ganzen Charakteristika sind so heftig am Start hier. Wir haben einfach verloren, oder? Also, Smolder ist not balanced. Lucian ist balanced. And that's it. I think. Scheiße. Wenn ich den Dash nach links spiele, ist, glaube ich, fein. Sunbro. Machen jetzt Nash. Aber ich glaube, dafür haben sie keinen Damage. Würde ich jetzt callen. Und wir haben ja auch noch den Delay mit Bart Ult. Alter, viel Schaden das ist von diesem Fix-Boulder, Junge. Meine Ult war richtig gut. Ja, den Smaller. Zumindest ja nicht davon abgehalten, Schaden zu machen, weil der muss extrem aufpassen. Du hast Thresh und Kahn jetzt ADC. Ich glaube, Kahn ist ADC ist besser als mein Thresh.
I stand by those words. Das waren einige. Das war nicht so gut. Dieses Exhaust hat mich gut gebumst. Oh. Und das arme Ghoster-Schwein stirbt am Streamer. Da, da, da. Da, da, da. Der ist für dich, Spoiler. Kuss und Gruß, deine LP gehören mir. Muss den Stream vielleicht mal ein bisschen mehr anmachen, ne? Ich mach Mapcover wieder aus. Einfach nur in der Hoffnung, dass nicht jeder zweite so ein Hirn so sagt, das ist wie du. Kuss und Gruß, Kuss und Gruß.